92.2 Radio Paradiso. Musik zum Verwöhnen um 9:45 bis jetzt von Maria Mena. All This Time. Guten Morgen. Heute gibt es mal einen kleinen psychologischen Reminder und Aufmunterer. Die erste Woche des Jahres, ob nun kurz oder ein bisschen länger, die haben Sie fast hinter sich gebracht. Und wenn Sie jetzt mal Zwischenbilanz ziehen, dann werden Sie feststellen, viele gute Vorsätze, mit denen haben Sie schon gebrochen. Aus gar nicht mehr rauchen sind nur 5 am Tag mit den Kollegen geworden. Und auch der Fitnesskurs, der war am Dienstag, ja, irgendwie eine schöne, spannende Erfahrung. Aber so richtig für die nächste Woche mit Ihrer besten Freundin haben Sie sich noch nicht wieder verabredet. Macht nichts. Gehen Sie nicht zu hart mit sich ins Gericht. Eine Woche ist erst vergangen. Aber bleiben Sie dran und nutzen Sie jetzt das Wochenende, um Ihre Strategie zu überprüfen. Denn jeder gute Vorsatz ist nur so gut wie Ihre Strategie der Umsetzung. Es muss ja gar nicht Ihr Plan, Ihre Strategie sein, mit dem Rauchen von einem Tag auf den anderen aufzuhören. Und um mehr Sport zu machen, müssen Sie auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Gehen Sie walken mit Ihrer besten Freundin, in den Park draußen ein paar Kniebeugen machen. Das ist auf jeden Fall besser und mehr wert, als wenn Sie sich darüber ärgern, dass Sie Ihren guten Vorsatz 3-mal die Woche ins Fitnessstudio nicht umgesetzt bekommen haben und deswegen sagen, so, jetzt mache ich einfach gar nicht mehr weiter. Außerdem gilt, die kleinen Schritte sind meistens, machen mehr Spaß und sind in der Regel auch gesünder.